Digga, Kalle, was hörst du? So, es ist so 7 Uhr ungefähr und wir sind aufgewacht. Und wir haben hier ein, zwei Sachen entdeckt. Und zwar kann man hier einfach Essen am Fernseher bestellen. Digga, also wenn das wirklich funktioniert, das wäre wirklich geisteskrank. X-Classic, just for kids. Was ist ein Griddle Iron? Guck mal, da stehen sogar rechts die Menüs. Wenn man dieser Nuttenfernseher funktioniert. Digga, mach du. Ein Toast. Zeig mal her. Ein Toast, $5. Ein Toast einfach. Einfach nur so ein Toast gebraten. So ein Toaster kostet einfach $5. Happy Birthday! Laufe im Check-in zum Sterne Hotel und meine Bitch weg in der Prissy Suite. Smoke no gas, nein, ich brauch keine Pillis, denn die Scheiße, die macht dich depressiv. Can I buy a mask right here? $4? Ja. Wir versuchen uns gerade Prepaid-Karten zu besorgen. Das wird gar nichts. Also ich sag, wir haben gleich einen Knebelvertrag, einen Handyvertrag, alles. Chinesische Tantra, was? Ja. Lutschkarte. Schwanz heute Nacht. Ehrlich? Hast du organisiert oder was? Weißt du, was ich organisiert hab? Er fegt nochmal. Wir sind hier in Downtown. Das sind die Schattenseiten, meine lieben Freunde. Die werden nie gezeigt. Yes, wir haben ein Auto gemietet. Wo wollen wir hinfahren? All I needed from you. Okay. Oh, hey, it's geil hier. Yo. Can you do that again? Bodenlos. Hast super rausgesucht. Das war, glaube ich, der schlechteste Strand, den ich hier gesehen habe. Ich schwöre, in Deutschland gibt es besser. Das Wasser ist schön, aber der Strand an sich. Boah. Aua. Und guck mal, wie riesig. Wir haben $5, mehr haben wir nicht. Das wird schwer. Vielleicht können wir verhandeln. $5 und 0,2 Gramm von Rot Sweet. So ein Bastard, Digga. Wer davon aber? Yee. Wie geht? Ja, warte, ist das scheiße oder ist das? Das hier, Digga, ist das nicht hier. Das riecht auch noch Kacke. Was? Junge. Gefickter Alkoholiker, Alter. Und du? Vercrackter Junge. Okay, Digga, chill. Digga, dein Gesicht, du siehst aus wie eine Tomate. Wir kommen bei unserem Hotelzimmer an. Hä, hey, nee, das ist nicht unsere Pizza. Das ist gar nicht unser Zimmer. Maybe mitnehmen. Yes. Du weißt nicht, kann sein. Du Bastard, Digga, was gibst du mir einen Arschbohrer? Yes. Ja, jetzt sieh zu. FBI, open up! Ich wollte ihn gerade erschrecken, die Tür war einfach zu. Haben die ein Gesicht? Wir sind wieder da. Ja, ohne BH. Es geht wieder an den Strand. Und damit meine ich nicht das Casino, man. Wollen wir Tauchduell machen? Luft anhalten? Ich bin dabei. An alle Leute, die sagen Kifferlunge, dies, das. Guck mal hin. Hä? Buh. Kern hat Angst. Zu Recht auch. Die Brees sind da vorne. Allein, dass ich hier so weit drin stehe, dafür muss eigentlich ein GD in die Kommentare, bin ich ehrlich. Hör auf! Oh, Digga, hier sind, das ist so ekelhaft hier auf dem Boden. Hör doch mal auf, Digga. Hä, hey, was will er denn mit dem Stein? Mitnehmen. Wo mitnehmen? Im Koffer? Ja. Wie? Du willst den Stein mitnehmen? Einfach so Erinnerung. Digga, Sidney ist so ein schlechter Mensch, Digga. Sidney hat seinen Stein geklaut und weggeworfen. Guck mal, er ist voll traurig, Digga. Ja, was kommt da? So, der ist schön. Ey, das ist der perfekte Burgstein. Der ist so schön. Du willst den auch mitnehmen? Sein kannst du bei dir zu Hause um die Ecke finden. Ich höre. Ja, aber als Erinnerung so, weißt du? Ey, ich hab einen schönen Stein, die Kenner. Die Eisen am Start. Man macht seine Flosse raus, so wie ich beim Schwimmen. Komm mal runter. Wie viele Rochen sind hier? Mama,
So, meine lieben Freunde, wir sind jetzt Pizza essen. Wir sind jetzt essen, gleich gehen wir Basketball spielen, worauf ich richtig, richtig Bock habe. Ich mach dich nackig. Du machst mich nackig? Glaube ich nicht. Jetzt ein paar Chicken Wings, Digi. Look at this dude. Das ist wieder eine Respektlosigkeit. Dieser verfickte Basketballplatz hat zu. Wie kann das sein? Aber man sieht, es haben einige Leute hier gedankt. Holy fuck, Alter. Was ist das für eine Aussicht? Unser Job ist es ja einfach die ganze Zeit Fotos von anderen zu machen. Und wir machen so Fotos von denen die ganze Zeit. Oh süß. Es geht an den Strand, meine lieben Freunde. Obwohl es draußen dunkel ist. Es ist einfach der lebende Beweis, dass man kein Casino spielen soll. Spielt kein Casino. Alle drei von uns, keiner mit Profit rausgegangen. Wir haben einfach nur unser Geld verzockt. Es war einfach verfickt nochmal dumm. Tut es nicht. Tut es euch nicht an und macht es nicht. Digga, der Brede pennt einfach überall, ne? Das ist respektlos. Was meinst du? Wie kann er überall pennen? Ja, Junge, ich penne echt wenig, Alter. Schaut euch mal an, wie schön das hier aussieht. Diese Häuser, alles sieht einfach anders aus. Sieht geil aus hier, Mann. Aber du musst doch jetzt eine Bewertung abgeben. Wie findest du den Shake? Ja, okay, aber eigentlich Standard. Ja, also 1 bis 10? 6. 6? Ja. Ich sehe aus wie ein richtiger. Ein paar Leute haben es mitbekommen, ein paar Leute nicht. Warum erstmal ein bisschen weniger contentmäßig kommt, auch von meiner Seite aus, ist, viele haben es mitbekommen. Sydney hat, wir waren nachts am Pool. Sydney ist ausgerutscht mit dem Kopf nach vorne und ist ohnmächtig geworden. Und als er aufgewacht ist, hat er eine Panikattacke bekommen. Konnten ihn so schnell beruhigen, dass nichts Krasses passiert ist. Also es ist, er hat ein bisschen was an seinem Zahn, an seiner Lippe und in seinem Gesicht. Sonst ist nichts Krasses passiert. Also dafür, wie er aufgekommen ist, ist eigentlich sogar, also wirklich ist er sehr, sehr gut davon gekommen. Falls ihr euch fragt, warum nicht so viel kommt oder warum wir nicht so viel machen, weil wir ein bisschen chillen, auch in der nächsten Zeit. Und wir überlegen schon am 4. zurückzufliegen, damit es für jeden am entspanntesten ist. Und für Sydney vor allen Dingen am entspanntesten ist, weil er muss noch zum Zahnarzt dies, das machen. Wir waren hier beim Krankenhaus, aber die Leute beim Krankenhaus haben einfach nur gesagt, ja, Mund ausspülen mit Salzwasser. Also die haben auch nicht viel Ahnung. Deswegen haben wir gesagt, dass wir vielleicht am 4. zurückfliegen. Mal gucken, nur damit ihr Bescheid wisst, warum nicht so, so, so viel kommt. Aber wir sind hier wegen Urlaub und hier kann er sich gut entspannen. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag. Was ist denn hier los? Ja, okay, scheiß drauf, Digga.